Hallo, hallo. Ich habe dabei Action was eingekauft und zeige euch mal, was diesmal mitgekommen ist. Habe da diese Plastikdose mit so einem guten Verschluss, ne? 10 mal 15 cm. Und 0,8 Liter. Und so eine. Die gibt es auch noch in kleinen, habe ich da überlegt, weiß nicht. Mal schauen. Aber so ist eine leichte. Oh, guck, hat schon ein paar Kratzer. Und die kann man ja auch dekorieren, ne? Ich dachte da an die Stifte, ne? Es gibt ja diese Glas. Malstifte oder eventuell diese Rub-Ons, ne, kann man ja aufbringen, ne? So eine. So, in der Aktion sind diesmal diese Kulis. Sind 15 Stück drinnen, ne? Die gibt es ja schon länger, ne? Aber ich hatte die nicht geholt. Diesmal dachte ich, naja, okay, bietet sich gerade an. Hier sind es dann 15 Stück. Ja, die sind ja, guck, ohne alles, die kann man ja auch schön noch dekorieren zum Verschenken. Ne? Bietet sich an, wie gesagt. Ja. Solche Preise, nee, weiß ich jetzt nicht. Die Schokolade ist wieder gekommen. Hier das Datum. Ja, lange haltbar, ne? Ja, Milchschokolade, Fairtrade, so ein Schein. Ja, kann man so eine Schokoladenverpackung, gibt es ja diese, hatte ich mal schon gemacht, Zieh-Verpackung kann man. Dachte ich, ja, kann mit. Auch Raffaello habe ich mir geholt. Das steht bis Ende Oktober, ne, dieses Jahres. Aber doch 99 Cent pro Stück. Ja, guck mal, auch diese Pads sind jetzt gekommen, weil gab es nur diese Aufkleber. Diese Wärme Pads, ne, sollen auch sehr gut sein. Deswegen dachte ich, ja, hole ich auch die noch. 99 Cent. Zwei Stück drinne, 9,5 mal 13 cm, so plus minus. Das da. Ja, hab solche drei Vasen mir geholt. Guck mal, wie sie sind, ganz kompakt, ne? Guck mal. Ja, weil ich hatte mal die eine gekauft, die ist zu groß. Ja, und die dann zu klein oder wie. Aber doch, deswegen gab es drei Farben, aber unterschiedliche auch Muster noch drauf. Ich habe das eine, so wie Waben, Muster drauf, die eine genommen. Und die andere zwei habe ich diese Muster genommen. So ein Basic-Muster. Ja, genau. 99 Cent, glaube ich, kostet so ein Glas. Glasvase, ne? 99 Cent. So, was steht da? 9,2 und hoch 11,5. Und da dachte ich, eine Geschenkverpackung vielleicht und so eine dann hineinstellen. Ne? Ja, gut. Die hat ja solche Maße, sind echt gut. Drei Varianten. Auch der Hals, ne? Guck mal, so. Cool. So, die drei habe ich mir diesmal ausgesucht. So, und guck mal, ich habe die LED-Lampe heute gesehen. Und in der Webseite gibt es ja das schon, die Info dazu. Und guck mal, mit so einem Arm kann man
runter hochklappen, ne? Und wie man es mag. Kann man auch umschalten auf warmweiß oder kaltweiß. Ne? Ist so eine Klemmlampe. Guck mal. Mit so einem Klemmteil. 300 Lumen, 10 Watt, dimmbar. Ja, eben sowas. Knapp 10 Euro kostet. Ne? Ja, ach ja, da steht es auch noch hier in Deutsch, was da alles dazu, die Daten. Und hier ist noch das Bild, die Maße. Ne? Ja, dachte ich, ja, für den Schreibtisch ist echt gut. Auch wenn man ein Video dreht und das Licht ist so mal zu wenig oder Schatten fällt, ne? Man ist immer gut, wenn man noch ein Gegenlicht hat, ne? Ja, ich dachte, ich werde es immer ausprobieren. Die Lampe hat einen langen Fuß, ne? So Arm meine ich. Hier der Fuß und dann geht's hoch. Ja. Könnt mal schreiben, wer es vielleicht schon getestet hat, die Lampe. Ja, mal schauen, wie sie sich macht, aber ich finde es echt praktisch, ne? Für den Preis, da ist echt gut. Also, so, das. Dann habe ich noch, die hatte ich ja schon gezeigt, Strohhalme, ne? Sind ja etwas dicker und diesmal so bunte, auch schön, ne? Basteln und so oder auch nicht, auch eben so. Was steht hier? Maximal 40 Grad. Eben für Kaltgetränke eben. Ja. So, das dann. Preis weiß ich jetzt nicht. Dann habe ich in der Garnabteilung, ne? Bastelabteilung, Garnabteilung, diese drei Sets so. Entdeckt. Stickgarn. Ne? Dachte ich, ja, warum auch nicht? 94 Cent pro Packung oder ich glaube so in dem Dreh. Sind 100% Polyester, 10 Farben mal 10 Meter. Das ist echt eine Menge, ne? Und das kann man ja auch nicht unbedingt nur für Stickern, ne? Da kann man ja auch alles noch nutzen. Ja, so eine farbene Palette. Dann diese leuchtende Farben. Und diese Pastellfarben. Ja. Schön. So. Das dann. Dann habe ich noch diese mit Aprikosenfüllung Gebäck mitgenommen. 1,20 glaube. Und diese noch mit Mandelfüllung. Mandelgeschmack. Gucken. So, das noch. Also. Und dann habe ich da noch was entdeckt. Schaut mal. Laternen. Ist doch was, ne? Schon kommen. In der Party-Geschenkabteilung, ne, liegen die schon bei 80 Cent, 90 Cent, bin ich jetzt nicht sicher, in dem Dreh. Ja, dachte ich, ja, dann nehme ich sie mit. Sind schon nicht so klein, ne? Finde ich echt süß. Ja, muss noch der Stab noch gekauft werden dazu, aber das hat Zeit. Aber die da, ne, dachte ich, naja, wenn es soweit ist, dann rennt man rum. Und so hat man die Auswahl, könnte man auch andere noch sich anschaffen oder wenn die gefallen, dann ist auch gut. Oder auch zwei haben. Für den Preis, ne? So. Drei habe ich mitgenommen.
auch süß, ne? Naja, sind ja alle so ähnlich, alles, ne? Es wiederholt sich vielleicht jedes Jahr, aber doch, die auch noch, ne? Okay, so, na gut. Dann war's das. Und auch die Vase, naja, da werde ich mal probieren, meine Krepppapierblumen da rein stecken, ne? Die müssten passen dann. Farblich mal schauen, aber ja, werde ich mal das auch noch testen. Ja, das war's dann. Danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Tschüssi.